Hallo, herzlich willkommen. Ich bin das MTechsWG und erstmal dotzt mal den Vordermann drauf, verpiss dich. Dann ist es fast wie im echten Leben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Need for Speed. Im echten Leben fährt auch immer einer vor dir, der was nicht vorwärts kommt. Bei mir wäre das nicht so schlimm, weil um die Kurven komme ich eh nicht rum. Wie bekannt ist, ich kann nicht sehr gut driften. Driften kurzzeitig ja, aber dann ecke ich meistens wo an und dann sind die Punkte halt weg. Und beim Need for Speed, da in jeder Kurve stehen die scheiß Autos und so weiter. Also das ist die Mission, zeigt wie es geht auf schwer. Ja, driften, wir fahren mit dem Ferrari und wie ihr seht, ich komme nicht um die Kurven rum. Das ist eine Katastrophe. Ja, es geht eigentlich 45.000 Punkte muss man machen in 2 Minuten 20, glaube ich. Und ich glaube, erster, zweiter ist egal, du musst die Punkte erreichen und die Zeit überstehen, dass die Cops dich nicht aufhalten. Das ist eigentlich nicht so schwer. Eigentlich spiele ich oder habe ich das Need for Speed schon nicht mehr gespielt. Ich hatte das Spiel schon verkauft und habe es aber noch auf dem Speicher installiert gehabt, sprich bei der Xbox One. Und dann bin ich aus Zufall draufgegangen, wollte es runterlöschen, Platz machen für das Assassin's Creed Syndicate, wollte ich spielen. Und dann habe ich aber gesehen, dass man das Need for Speed auch jetzt mit dem neuen Update installierte Spiele auch spielen kann, ohne CD. Sprich, es war ja kein Download, ich habe es ja als Spiel drauf. Und bin dann drauf und dann konnte man das Spiel auch spielen ohne CD. Das ist schon mal nicht schlecht. Und so habe ich es behalten. Und jetzt fahren wir halt noch ein bisschen durch die Gegend hier und haben noch ein paar Erfolge gemacht. Die meisten hat mein Kollege gemacht. Weil alle Missionen habe ich, fast alle habe ich gemacht, die von dem Rang her, soweit wie ich es machen konnte, außer das Driften, das Rumrutschen hier, das ist nicht meins. Ja, und das wollte ich euch zeigen, wie es nicht ausschauen sollte, wenn ihr sagt, ihr könnt driften und das schaut so aus wie bei mir, ja, dann könnt ihr es nicht. Und jetzt kommt nachher gleich ein Video im Anschluss, so sollte es dann sein, wenn man es kann. Kommt dann im Anschluss, also nicht verzweifeln, einfach weiterfahren. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao, euer Wookie. Wir gewinnen den nächsten Lauf und holen uns maximalen Respekt.